Liebe Zuschauer, in der letzten Folge Stausee-Kampfbahn haben wir Ihnen den neuen Jugendbully des TuS Haltern vorgestellt. Und um die Jugend soll es auch in dieser Episode gehen. Doch zuerst zur ersten Mannschaft, denn endlich ist die Winterpause vorbei. Am Geburtstag von Trainer Hoshi Hosiak ging es zum SSV Buhr. Der Gastgeber aus Gelsenkirchen in der Landesliga nur auf dem vorletzten Tabellenplatz. Und für die ambitionierte TuS-Elf in den modischen grünen Trikots ging es gut los. Minute 5 und Tobias Becker netzt ein zur Führung. Das auch der Pausenstand, doch es sollte kein ruhiger Geburtstag für den Trainer werden. Denn obwohl Dennis Damnitz mit einem sehenswerten Treffer, der ist leider etwas verdeckt für unsere Kamera, auf 2-0 für den TuS erhöht, hielt die abstiegsbedrohte Elf von Buhr gut dagegen. Verkürzt in dieser Szene auf 1-2. Und dazu kam noch, dass der TuS seine eigenen Chancen nicht gut nutzte. In dieser Szene macht's Ole Töpfer selbst. Und ich kann Ihnen sagen, die einhellige Meinung nach der Partie, da hätte Ole Töpfer auf den freien Maradona spielen müssen. Der sieht's genauso, aber schwamm drüber. 2-1 Arbeitssieg, Rückrundenauftakt geglückt. La, 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 la. La, 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 la. Und jetzt aus ich! Ich meine, ich hätte mir den Geburtstag ein bisschen ruhiger vorstellen können. Aber im Endeffekt habe ich auch so ein Spiel erwartet, wenn ich ehrlich bin. Also es war das erwartete schwere Spiel. Wir haben lange Zeit kein Fußball spielen dürfen. Jetzt ging es ja nach 3 Monaten endlich wieder los. Und Buhr natürlich, muss man den Hut vorziehen, hat die Sache wirklich sehr, sehr gut gemacht. Aber das war eigentlich auch klar. Am Donnerstagabend eine TuS-Gesandtschaft zu Gast bei Drittligist Preußen Münster. Der Grund: Die Vereine werden in Zukunft im Jugendbereich kooperieren. Wir wollen jedem talentierten und wirklich auch aufstrebenden Jugendlichen die Möglichkeit geben, leistungsmäßig auch Fußball zu spielen. Und da ist so eine Kooperation mit Preußen Münster einfach Gold wert, weil wir da auch sagen können, ein Junge spielt einfach nur mal ein halbes Jahr bei Preußen und schafft es dann vielleicht nicht und kann sich selber dann auch besser einschätzen. Und da gibt es dann keine Probleme in den wechselnden Modalitäten. Ja, für uns als TuS Haltern ist es natürlich eine ganz tolle Sache für die Innen- und Außenwirkung. Wir hoffen natürlich auch sowohl in der Stadt als auch in der Region weitere talentierte Spieler auch in Zukunft zu uns holen zu können, um ihnen einfach auch den Weg aufzuzeigen, möglicherweise über Preußen Münster für die ganz, ganz großen Talente. Und ich glaube, dass unsere Trainer gerade dann auch in dem Austausch mit den Trainern von Preußen Münster profitieren können. Und wenn dann irgendwann mal in den nächsten Jahren ein oder zwei auch den Sprung hierher schaffen ins Preußenstadion, dann denke ich, sind alle zufrieden. Christoph Metzelder selbst war ja bei beiden Vereinen aktiv. Eine gute Geschichte. So wird der Jugendbereich beim TuS natürlich noch attraktiver. Liebe Zuschauer, von der langfristigen Zukunft kommen wir zu einem Highlight in der nächsten Woche. Im Kreispokal heißt es Wiedersehen mit alten Bekannten an der Stauseekampfbahn. Der VfB Hüls ist zu Gast und da sitzt ja bekanntlich Trainer Martin Schmidt auf der Bank. Bis Oktober noch Übungsleiter beim richtig TuS Haltern. Wir gehen jetzt erstmal in unser wichtiges Spiel am Wochenende gegen Heiden. Da haben wir auch noch was wieder gut zu machen. Und ich sag mal, wenn wir da erfolgreich sind, dann werden wir den nötigen Rückenwind haben, um auch Martin mal ein paar Kopfschmerzen zu bereiten. Ich denke mal, wir sind ein Ausbildungsverein, das gilt auch für Trainer und dass Martin Schmidt natürlich den nächsten Schritt und logischen Schritt für ihn auch gemacht hat, das mussten wir auch akzeptieren. Ob die Spieler das genauso sehen, wage ich zu bezweifeln. TuS Haltern.